bist so eine Memme. Alle wissen von meiner Mutter, weil du deine Klappe nicht halten konntest. Mann, du bist sowas von lebenfaul. Aber ich wollte... Halt's Maul! Und lass mich bloß in Ruhe. Weißt du, was du da sagst? Du belastest deine Gespielin. Ja, und deswegen sollten wir uns zusammentun. Und dann? Dafür sorgen, dass Tanja bestraft wird. Wusste es doch. Cecile. Sie war deine Affäre. Was soll das? Wie könnte ich mit Cecile eine Affäre gehabt haben? Sie ist die Frau meines Vaters. Nicht mehr, warum wohl? Das ist doch absurd. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es stimmt. Ich habe Cecile erlebt, als du im Koma lagst. Ich habe doch Augen im Kopf. Gib doch zu, dass du noch Gefühle für sie hast. Ich ertrage es nicht, wenn du mich jetzt noch einmal belügst. Also gut. Du hast recht. Cecile und ich, wir hatten eine Affäre. Dass du deine Freundin in den Knast bringen willst. Sag mal, denkst du eigentlich, ich weiß nicht, dass das ein Trick ist? Hör zu, Bernd. Ich werde jetzt nicht versuchen, dir Dinge zu erklären, die du eventuell sogar nur selbst verstehen könntest. Schließlich warst du ja im Knast, obwohl Tanja für den Mord verantwortlich ist. Ach, daher weht der Wind. Du willst nicht der Nächste sein, den sie wegen den Mord an Rush in den Knast bringt. Dachte ich es mir doch. Wirklich ein schlaues Kerlchen. Du, wenn du so schlau bist, wieso? Ich würde mir lieber die Hand abhacken lassen, als ich dir zu reichen. Paul, warte, ich wollte es dir doch erklären. Ach, wozu die Umstände? Dafür ist ja der Vertrauenslehrer da. Und der hatte eine Menge Tipps drauf, was man tun kann. Wenn die ganze Schule darüber lacht, dass deine Mutter an AIDS gestorben ist. Das war meine Schuld. Ich habe das Kai und den anderen erzählt. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich hätte es nur gerne vor dem ersten Schultag gewusst. Es ist echt nicht toll, ins offene Messer zu laufen. Tut mir leid, aber glaub mir, ich wollte dir nur helfen. Oh nein, um mir so einen Scheiß anzuhören, habe ich eine Stunde sausen lassen. Ich wusste, du wirst sauer auf mich sein, deswegen habe ich mich nicht getraut. Mann, ich wollte einfach nur nicht, dass unsere Freundschaft kaputt geht. Ich habe dich gebeten, die Sache mit meiner Mutter für dich zu behalten. Stattdessen hast du sie praktisch ans schwarze Brett gehängt. Was für eine Art Freundschaft soll denn das sein? Wahrscheinlich war es nie eine. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Leitung von Beinbach und Media übernehme. Ein interessanter Gedanke. Ich halte den Posten als Verwalter der Lahnstein-Immobilien für ein faires Angebot. In Anbetracht ihrer Vergangenheit. Wie bin ich denn an diese Vergangenheit gekommen? Wer hat denn den Ruf der gesamten Holding gerettet? Das war ich. Das ist mir bewusst. Aber genau diese Vergangenheit macht es mir unmöglich, Ihnen einen repräsentativen Posten anzubieten. Ich habe meinen Kopf hingehalten. Für die Schwarzgeldaffäre. Ich habe was anderes verdient. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Ich habe bisher geglaubt, Sie wissen ganz genau, was Sie mir schuldig sind. Und jetzt tut es Ihnen einfach nur leid. Ja, überlegen Sie sich mein Angebot. Also gut, wenn das so ist, dann habe ich in den letzten Monaten im Gefängnis einige sehr interessante Kontakte geknüpft. Das sind Leute, die verfügen über allerhand Informationen, die bis jetzt natürlich niemand weiß. Informationen, die dafür sorgen könnten, dass es im Falle Rush doch noch den Richtigen trifft. Verstehe ich Sie richtig? Versuchen Sie etwa, mich zu erpressen? Warum erzählst du mir erst jetzt davon? Weil es für uns doch gar keine Rolle spielt. Aus Rücksicht auf Johannes haben Cecile und ich niemand davon erzählt. Bin ich die Einzige, die davon weiß? Nein. Carla und Ansgar wissen es auch. Deshalb die Wandlung zum Musterknaben. Verstehe ich das erst. Du spielst vor deinen Geschwistern den Reumütigen, weil du den Verrat an deinem Vater wieder gut machen willst. Und was ist mit mir? Bin ich auch nur ein Beweis für deine Reue? Nein, ich will wirklich mit dir zusammen sein. Genau das wollte ich aus der See klar machen. Dann hattest du noch was mit ihr, als unsere Beziehung anfing? Nein, da war schon alles aus. Wir wollten nur noch sowas wie ein letztes Gespräch. Hast du mich am Flughafen stehen lassen, weil du zu ihr wolltest?
Silke, ich konnte doch so unmöglich mit dir zusammen nach Kolumbien gehen. Ich musste doch einen Schlussstrich ziehen. Hör zu, ich habe mich von Cecile getrennt, um mit dir zusammen zu sein. Silke, versprichst du mir, meinem Vater nichts davon zu erzählen? Ich muss ins Krankenhaus. Ein Notfall. Warum ist er dann so betont glücklich mit Silke? Ja, um sie in Sicherheit zu wiegen. Dabei ist er selbst total unsicher, sonst würde es ihm nicht so viel ausmachen, mir ständig über den Weg zu laufen. Und ich werde auch nicht ausziehen, schließlich war ich zuerst hier. Du kannst endlich mit dieser albernen Geheimnistuerei aufhören. Ich weiß Bescheid. Leo hat mir alles erzählt. Ich gehe noch mal besser. Das freut mich für euch. Eure Beziehung würde nicht funktionieren, wenn sie auf einer Lüge aufbaut. Um unsere Beziehung musst du dir keine Sorgen machen. Er hat sich ja wegen mir von dir getrennt. Leonard hat wohl so richtig reinen Tisch gemacht. Es passt dir wohl nicht, dass ihr nicht mehr euer kleines Geheimnis habt. Darum geht's nicht. Aber du solltest dir Gedanken machen, ob du wirklich noch mit ihm zusammen sein willst. Danke. Auf deine Ratschläge kann ich verzichten. Leonard will mich und nicht dich. Find dich endlich damit ab. Das habe ich schon, glaub mir. Dann ist ja alles gut. Vielleicht hat er es ja wirklich nur gut gemeint. Ja klar, und du verteidigst ihn auch noch. Aber Liebe soll ja blind machen. Du bist der Blinde hier. Konstantin ist ein super netter Typ und hat vielleicht mal Fehler gemacht. Ja, genau wie du. Das mit meiner Mutter hast du ihm nur erzählt, weil du dich wieder wichtig machen wolltest. Du bist gemein, ich wollte dir nur helfen. Sonst hätte er doch nie kapiert, warum du zugeschlagen hast. Immerhin habe ich mit Konstantin genau den Richtigen erwischt. Das ist so schlimm, das hätte ich nicht gedacht. Diese Idioten haben doch null Ahnung von AIDS. Selbst wenn ich's hätte, bräuchten die doch nicht so einen Schiss vor mir zu haben. Vielleicht hast du doch recht. Konstantin hätte es wissen müssen. Ja, jetzt ist sowieso egal. Aber mir ist es nicht egal. Diese Idioten sollen ruhig sehen, dass du eine Schwester hast, die zu dir hält. Auch wenn du manchmal ein nerviger Bruder bist. Du hast Probleme. Ich sehe immer noch Stress mit Paul. Mann, ich war zu feige, ihn vor den anderen zu warnen. Und jetzt weiß die ganze Schule, was mit seiner Mutter passiert ist. Kein Wunder, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Schwierig. Oh, der macht total dicht. Ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwas, woran er merkt, dass dir was an ihm liegt. Das ist gerade nach hinten losgegangen. Dann zeig ihm einfach, dass du sein Freund bist. Gerade jetzt, wo die anderen ihn dissen. Ich werde es versuchen. Hallo. Hallo. Dein Vater hat mir einen Posten als Frühstücksdirektor angeboten. War das nicht zu erwarten? Sag mal, glaubst du im Ernst, dass ich mich so billig abspeisen lasse? Ich denke, du solltest dein Angebot annehmen. Zumindest erstmal. Du bist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja. Wo ich unschuldig gesessen habe. Und nicht zuletzt, um den Ruf der Lahnstein zu retten. Du musst Vater verstehen. Er kann dir keine Spitzenposition in der Holding anbieten, solange man deinen Namen mit dem Schwarzgeld in Verbindung bringt. Das war der Deal. Hm? Ich habe meinen Teil geleistet, ja. Und jetzt? Jetzt ist die Gegenleistung fällig. Carla, rede mit deinem Vater. Das wird aber nichts nützen. Katastrophe! Der Beamte, den ich für deine Flucht bestochen habe, hat ausgepackt. Auch das noch. Ich muss der Polizei und zu seinen Vorwürfen Stellung nehmen. Was wirft man dir vor? Beihilfe zur Flucht? Versuchte Gefangenenbefreiung. Dafür können die mir ein Verfahren anhängen. Komm, jetzt beruhig dich erstmal. Lars boxt sich da wieder raus. Ihr könnt froh sein, dass ihr beide so einen guten Anwalt habt. Lars, ich bin's, Vanessa. Du musst mir helfen. Also im Gefängnis hatte ich weniger Stress.
Vater! Hallo. Wie ich höre, lässt du Beinbach wieder in der Holding mitspielen? Wie abgesprochen. Aber warum? Ich meine, du hättest jeden Grund, den Mann nicht einzustellen. Er war immer in einem Gefängnis. Sei froh, dass du nicht selbst noch dort landest. Herr von Beinbach hat versucht, mich zu erpressen. Falls ich ihm nicht eine leitende Position in der Holding übertrage, will er dich mit Hilfe seiner Kontakte für den Mord an Rush dran kriegen. Ihre Drohungen von Bernd haben wir nichts zu befürchten. Du meinst so wie von Tanja von Anstetten? Mach dir keine Sorgen, Vater. Tanja habe ich im Griff. Das reicht nicht mehr. Ich will die Sache ein für alle Mal geklärt haben. Gib der Polizei endlich etwas an die Hand, das Tanja von Anstetten überführt. Lass uns rausgehen. Hier rumzocken bringt dich auch nicht weiter. Weiß nicht. Wenn das Konstantin ist, ich bin nicht da. Schon klar. Was soll ich ihm sagen? Egal, aber ich bin für den Schleimer nicht zu sprechen. Hi. Wenigstens Dorit ist noch mit mir. Warum nicht? Klar, wegen Paul. Der ist übrigens nicht da. Schade, zu ihm wollte ich nämlich. Also zu dir natürlich auch. Cool. Ich wollte Paul unbedingt sagen, was für ein Idiot ich bin und dass ich das auch weiß. Soll ich ihm das sagen? Ich glaube, ich muss selbst mit ihm sprechen, auch wenn er mir sowieso nicht glaubt. Ich würde sonst was tun, damit er mir wenigstens noch einmal zuhört. Ich glaub dir. Ich mache heute Abend eine Grillparty auf dem Schloss und eigentlich wollte ich euch einladen. Super, ich komme. Und Paul? Ich kann ja versuchen, ihn zu überreden. Würdest du das für mich tun? Es wäre echt super, wenn ihr beide kommt. Paul kommt bestimmt mit. Ich krieg das schon hin. Danke dir. Das ist echt wichtig für mich. Ciao. Tschüss. Versuche es erst gar nicht. Du hast doch gehört, wie leid ihm das alles tut. Angeblich habe ich ja AIDS, aber taub bin ich nicht. Und im Gegensatz zu dir habe ich ein intaktes Gehirn, das nicht gleich abschaltet, wenn Konstantin auftaucht. So, und nun die Kreditanträge von Brockmann. Ja, die hatten wir doch gerade vor 10 Minuten. Ja, natürlich. Entschuldige, ich bin etwas kaputt. Ich bin auch froh, wenn der Tag vorbei ist. Ja, das glaube ich dir. Sag mal, warum hast du Carla eigentlich von einer Investition in Gregors Geschäft abgeraten? Wegen Tanja. Tanja von Anstetten, sie investiert auch in Gregors Hubschrauber-Service. Schon wieder Frau von Anstetten. Apropos Gregor, hast du ein Problem mit ihm? Ich meine, zumindest sah es auf Bernds Empfang danach aus. Komisch, dass du das denkst. Nein, überhaupt nichts. Ich habe gar nichts gegen ihn. Naja, vielleicht war ich ein bisschen unfreundlich. Naja, vielleicht kannst du das in Ordnung bringen. Sicher. Ich kann nur versuchen, die Stellungnahme von Vanessa zu formulieren. Aber ehrlich gesagt, in diesem Fall sieht es nicht besonders rosig aus. Ach komm, das sagst du doch immer. Hier steht Aussage gegen Aussage. Bis auf das kleine Detail, dass die des Beamten nicht nur wahr ist, sondern auch glaubwürdiger als deine. Was willst du damit sagen? Soll ich etwa zugeben, dass sie den Beamten bestochen hat? Ich halte das für das Klügste. Aber dann muss ich mit einer Haftstrafe rechnen. Ach, das Strafmaß wird nicht sonderlich hoch ausfallen. Du kannst mit Bewährung rechnen. Siehst du, dir wird nichts passieren. Ich bin dann vorbestraft und du findest, das ist nichts. Das kriegen wir dann auch noch hin. Daddy, ich kann mein Studium vergessen. Vanessa hat recht. Mit einer Vorstrafe kann man keinen Abschluss in Jura machen. Konstantin wird dahin schmelzen. Du bist doch nur neidisch, weil ich auf seine Party gehe und du zu stolz bist, mitzukommen. Na. Hey! Und du siehst toll aus. Okay, ich muss mich nochmal komplett umziehen. Nein, 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 Quatsch. Ich weiß, was deinem Outfit fehlt. Ein richtig cooler Gürtel. Ich hab aber keinen, der richtig cool ist. Ich hab aber einen, der dir so gefällt. Den leihst du mir? Ja. Damit kriegst du Konstantin garantiert rum. Nerv du mich nicht auch noch. Wenn du mit willst, dann komm einfach mit. Du bist anscheinend taub. Ich hab doch gesagt, ich hab keinen Bock auf den Schleimer. So, der Kartoffelsalat. Ich bin ja nicht da oben, aber ich glaube, ich muss. Danke, Opa Arno. Wenn du noch einmal Opa sagst, geht dieser Kartoffelsalat sofort zurück in die Küche. War nur nett gemeint.
siehst zum Anbeißen aus. Danke. Aber das hilft. Können wir? Ja. Nett, dass du mich fährst. Ach, gerne. Viel Spaß und ruf an, wenn du abgeholt werden willst. Danke. Kann aber spät werden. Tschüss. Sauer? Auf die Party kriegen mich keine 10 Pferde. Wegen deiner Mitschüler. Vielleicht wechsle ich doch die Schule. Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Obwohl, es ist ja nicht gesagt, dass an einer anderen Schule deine Mitschüler verträglicher sind. Ja, vielleicht. Und dort gibt es keinen Konstantin. Mit Konstantin will ich nichts zu tun haben. Ja, er hat blöd reagiert, klar. Passiert uns ja allen mal, oder? Aber es einzusehen und versuchen, es wieder gut zu machen, das geschieht eher selten. Ein Zeichen für Charakter, findest du nicht? Seit wann klingelst du? Ich wollte hier nicht einfach so reinplatzen. Schon okay. Ich habe mich sowieso kaum noch getraut, hier überhaupt vorbeizukommen. Ich wollte dich die ganze Zeit anrufen, aber... Ich bin froh, dass du hier bist. Hör zu, Silke, ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie leid mir alles tut. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß gar nicht, was ich dir noch glauben soll. Kannst du dir vorstellen, wie weh es tut, so belogen zu werden? Ich hätte dir gleich von Cecile und mir erzählen sollen. Du musst mir wieder vertrauen, Silke. Bitte. Warum sollte ich? Weil ich dich liebe und weil ich mit dir zusammen sein will. Das will ich ja auch. Aber eins musst du mir versprechen. Du darfst mich nie wieder belügen. Keine Lügen mehr. Ich verspreche es dir. Wie ich höre, hast du ja heute Grund zum Feiern. So einen Job kriegst du doch nicht alle Tage. Du musst ja wissen, Weinhändler. Im Gegensatz zu dir bin ich schon wieder auf dem Weg nach oben. Ja, hoffentlich stolperst du dabei nicht über deine Vergangenheit. Es soll Leute geben, die von deiner Verbindung zu Rush wissen. Ja, ja. Vater hatte schon erwähnt, dass du im Knast neue Freunde gefunden hast. Ich hoffe nur, sie helfen dir auch, wenn Vanessa und Carla erfahren, wer damals hinter ihrer Entführung steckte. Sowas nennt man wohl Patt. Genau. Du lässt mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Oder willst du, dass wir uns ewig das Leben zur Hölle machen? Ich dachte eigentlich, ich hätte heute Nachmittag deutlich gemacht, was ich will. Deine Freundin loswerden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mein Vater sich erkenntlich zeigt, sollte man Tanja mit dem Mord an Rush in Verbindung bringen können. Und mir eine ernstzunehmende Zukunft in der Holding garantieren. Beispielsweise. Okay. Putzen wir sie weg. Ich wünschte, ich könnte dir bei deinem Shuttle-Service helfen. Rohrzange? Schließlich bin ich ja auch schuld, dass Leonard eifersüchtig auf dich ist. Schraubenschlüssel. Also wenn die Lahnstein-Holding deinen Shuttle-Service wirklich sponsern soll, dann dürfen wir uns wahrscheinlich noch nicht mal kennen. Das lässt sich glücklicherweise nicht mehr rückgängig machen. Vergiss Leonard und den geplatzten Deal einfach. Wir kommen auch so klar. 12er Mautschlüssel. Ich brauche erstmal Arbeitskleidung. Da hinten sind Overalls. Lisa. Hi. Na? Schön, dass du gekommen bist.
War ja eigentlich klar, dass Paul nicht kommt. Ich habe versucht, ihn zu überreden. Danke. Aber Paul denkt wahrscheinlich, dass ich ein Schleimer bin. Hm. Wie? Er hat wirklich gesagt, dass ich ein Schleimer bin? Na, ist ja so gut, dass du den ganz alleine essen willst. Arno hat gesagt, sie soll so lange auf den Kartoffelsalat aufpassen, bis ich da bin. Ja, Brandner Spezialrezept. Hallo, Gregor. Willst du mich umbringen? Tobi, da kam erst nichts raus. Er ist nicht schwer verletzt. Schraub du an dem Teil, Alter, da kannst du auch nicht viel falsch machen. Bin ich arbeitsunfähig. Komm, wir gehen. Ein Mechanikerlehrling hat Recht auf Feierabend. Und das Recht auf ein Feierabendbier. Aber erst, wenn seine Arbeit erledigt ist. Unmöglich. Ich lade dich ein. Na gut. Und wohin? Ins Non-Limit? Auf gar keinen Fall. Warum? Das kostet dich nichts und ich bestehe darauf, dass du Schmerzensgeld zahlst. Du spinnst wohl. Hey! Eigentlich schulde ich dir was. Danke für deine Hilfe. Tja, irgendwas muss dir unsere Freundschaft erbringen. Alles klar, Männer. Eine Runde Bier geht noch, oder? Gut, dass Kai hier ist und richtig für Stimmung sorgt. Ich wollte nur, dass ihr endlich miteinander klarkommt. Ich mache ein Foto von euch. Zeig mal her. Nichts geworden, zu dunkel. Also, auf unsere Versöhnung. Ja, auf eine lange Männerfreundschaft. Ah, Mist! Oh-oh! AIDS-Alarm! Mach das besser nicht. Es sei denn, du willst nicht mehr lang leben. Mann, Paul hat kein AIDS!